Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir in Talesin hier so ein paar kleine Sachen gemacht, hier mit dem Geoboard durchgesurft, haben eine Stufe 4 Insel gemacht, was nicht in Talesin war, aber trotzdem. Und ja, wir gehen jetzt auf zur Gefängnisinsel, weil wir haben zwei Therions, / ein Therion, den wir wieder einlagern müssen. Und ja, ich habe wieder ein bisschen mit den Zaun hier umgebastelt, was weiß ich. Ich habe den ein bisschen geändert. So, meine Güte. Boah. Ja, ich bin gebürtiger Deutscher, ich weiß. Ja, warum ich das gemacht habe, weil ich, weiß nicht, ein nerviger Bastard bin, der nie zufrieden ist. Und ja, was ich eigentlich gemacht habe, ist den Ton von meinem Mikro ein bisschen runtergestellt und gleichzeitig den Ton des Spiels runtergestellt. Und ja, ihr müsstet jetzt eigentlich nicht einen Unterschied merken, außer dass alles ein bisschen leiser ist. Aber ich will nicht, dass meine Stimme so riesig laut ist, damit man hier nicht einen Herzinfarkt kriegt oder so. Das ist irgendwie sehr wirklich. In meiner Aufnahme ist die, man hat eigentlich so einen Balken, den man hier aufdrehen muss, um einzustellen, wie laut das Spiel ist. Und das ist schon fast ganz links. Also wenn ich hier noch weiter nach links machen würde, dann würde man gar nichts mehr hören. Das ist irgendwie merkwürdig. So, wollte mal hören, wie jetzt klingen würde, wenn ich das ein bisschen lauter stellen würde. Wenn der Kopfhörer habt, dann bitte jetzt in diesem Moment kurz mal abnehmen oder so, oder die Lautstärke ein bisschen unterstellen. So, wenn ich halt volle Pulle aufdrehen würde, die Spielaufnahme, dann würde ich das so anhören. 3, 2, 1. Man mich noch so wieder untergestellt. Und ja, weiß ich, müsste man eigentlich einen riesigen Unterschied jetzt gerade gehört haben. Ich habe natürlich keinen Unterschied gehört, aber ich müsste die Musik hier im Hintergrund ein bisschen lauter geworden sein. Und ja, das ist mehr oder weniger fast schon ganz links. Wenn ich das noch so einen Zentimeter links machen würde, dann würde man gar nichts mehr hören. Und das finde ich irgendwie komisch von meinen Aufnahmedingen, aber was soll's. Ich tue sowieso nur noch 15 Dinger hier benutzen, also kann ich nicht so viel Qualität erwarten. Aber das reicht doch, ne? So, Titania, auf und davon. Und eine Katze natürlich. So, ein Therion fehlt noch, wenn ich richtig gezählt habe, ne? ベルベットの弟が映したんでしょ。すごいね。古代語が読めるなんて。ちょっと変わった子だった。体が弱かったから本ばかり。 世界を旅するんだ。大勉強してた。怖い夢を見ると私のベッドに潜り込んでくる甘えん坊の癖。そうなんだ。けど甘えん坊でいいから生きててほしかった。だから抱きをベルベット。 Okay. Da haben wir unsere Hauptbösewichte dieses Spiels. Ein Mathe, der gerade. Okay. しかしお前も物好きだな、オスカー。
下がれ、テレサ。貴様の用は後だ。オスカーにあの術を実験させるという噂は本当なのですか？事実だ。あれはまだ未完成と聞いています。それも。そう。術者の命に関わる欠陥が残ってやがる。理論は完成した。 実践で制御法を確立せねばならん。まさか、あのクーマにぶつける気では。私にお任せください。実験なら私が。お前では力不足だ。では、せめて瞳孔を。 オスカーがあれを使う前に奴らを仕留めるってか。心意気は買うが、それじゃ都合が悪いらしいぜ。すご。私から志願したのです、姉上。タイタニアで敗北し、パラミデスではクーマを奪われた。この失態は償わねばなりません。なら私も一緒に。 お前には別名がある。テレサ・リナス。大魔神の任を解く。使役精霊を変換せよ。解任？なぜ？ある計画のために強力な精霊が必要なのだ。貴様の精霊の潜在能力を調べたが相当なものだ。敵に寝返った小僧と同様に。オッケー。 Also Nummer 1 nehme ich an, ne?任務が終わったら手料理を食べさせてください。昔よく作ってくれたキッシュがいいな。こんな時に何を。アルトリウス様、分かってる。使命を果たした暁にはテレサをタイマシーに戻そう。オスカ、あなたは 心配しないで。姉上の騎士のためなら地の果てからだって戻りますか。行かないで。オスカー！ Wenn er zu uns auf dem Weg ist, dann wird er nicht wiederkommen. Meine Liebe. Okay. Ein paar kleine Plot-Twists so reingedreht von uns. おかしい。無理しないで。3日も眠ってたんだよ。3日も無駄にしたのに。状況は、古文書はグリモ先生に渡して解読してもらってる。前の本で欠けてたところが全部書いてあるみたいだって。あと、犬たちはモアナと仲良くなって。 わかった。じゃあ、最後のクーマを探さないと。無理したらダメだってば。あんた、もしかして食べてないの？
ベッドも食べてないから。何バカなことしてるの。食べないとあんたも死んじゃうのよ。でも僕は死にゃせんよ。精霊は食事で命を維持しておるわけではないからの。物を食うのは一種の趣味みたいなものじゃ。ならいい。趣味で我慢するのは勝手だけど、私に付き合う意味なんてないから。 元気は戻ったようだな。とっくにタイタニアについてるぞ。待たせたわね。みんなを集めて。また派手にやられたな。僕は苦しんでるベルベットの気持ちを分かりたかったんだ。だって一人で苦しむのは辛いでしょ。なんというか。 真面目なやつだな。それはまあ、ニーファイルのテイルズオフスピア。とにかく飯を食おうぜ。食える時に食っておくのは戦士の鉄則だ。精霊だって腹ペコより満腹の方が力が湧くだろ。うん。空いた腹は飯で満たせるが。 Ja, auf immer solche kryptischen Sachen hineinzuwerfen. Worauf hast du Hunger? Komm, ich verschlag einen Drache. いきなり刺激的なものを食べると体に良くない。リゾットとか雑炊がいいんじゃないか。そうだね。バルシチも食べたいし、フカヒレの卵スープもありだし、デザートにはワフワンミツとバケツパフェとトリプルベリーケーキをセットで食べたいな。紛る。お前は黙って。アルテンも。想像だけで満腹になったからな。僕はお粥が大好き。アルテンも。 なかなか渋いな。あとリンゴも。ならリンゴブーがいいわよ。リンゴブー？なんじゃそれは。ただリンゴをすりおろしたものだけど、弟に食欲がない時よく作ってあげてたの。僕それ食べてみたい。どうしてもって言うなら作ってあげる。あれなら味がわからなくてもできるから。うん、どうしても。わかったわ。 Halt den Mund. Oh, hi, was geht? Okay. Kann ich mit Kamona sprechen, aber niemand lässt mich ja. Derber Pirat. Wegen einer Stufe 4 Insel? ファーグ大臣。あ、マン。さすがアイフリード海賊団だね。常に情報収集と警戒を忘れてない。悪運の強い海賊団って俺たちのことだよな。その話が本当なら俺たちも随分出世したもんだ。俺たちの船を見つけると 清涼の船はこそこそ隠れてたりしてね。無駄な戦いをしないのが我々の断りだ。さすがは同志アルトリウス様。そんな馬鹿な連中なら楽でいいが、まあ世の中そんなに甘くてんのは分かってるよな。ああ、知り合いの漁師たちに声をかけてある。おかしな動きがあれば、すぐに連絡が来るぜ。 Ja, also wir machen immer diese Dingens hier, wie heißen die nochmal, diese Punkte, ja, wo die Terrions gefangen sind. Haben alle kaputt, das ist überall Bosheit bald, ne? Wir sorgen dafür, dass die ganze Welt zerstört wird, ey. Wir wissen doch, wie das hier in Terra Systeria irgendwann später aussah. Gab's da nicht irgendwie so ein Zeitalter der Dunkelheit oder so? Das ist bestimmt jetzt hier direkt nach dem Spiel. Ich sowieso schon einige Theorien. Erdenpulspunkt, genau.
北東のずっと先。北東の先。おそらくエンドガンド領ですね。エンドガンド領は小島の集まりだ。リオネル島という比較的大きな島がある。うん。地脈点はそこだと思う。エンドガンドといえば幽霊船が出るという海域じゃよな。幽霊船。後悔を抱えた罪人を捕らえて永遠の後悔へ連れ去ると言われておる。罪人を連れ去る。エンドガンド沖は世界を巡る海流が何本も合流する。各地で難破した船が最後にたどり着く場所だ。なるほどな。それが幽霊船の正体か。なんじゃよ夢のない奴らめ。幽霊船が夢なのか。気をつけていこうね。平気よ。幽霊だろうが大魔師だろうがみんな引導を渡してやる。Ah, weise gesagt. Ceres, Motive, wir waren nochmal Ceres. Achso. Wurde sie nicht anders geschrieben? Sie war die erste, die ich gedacht habe, aber wurde sie nicht anders geschrieben? Ist sie nicht Ceres? Oder war es ihre Mutter? War es Cecilia? Ich weiß es nicht mehr. どうしてなの、お姉。私、何を。シアリーズは精霊よ。精霊だった。まずいます。余計なことを考えるな。クーマが集まったら、今度こそあいつの息の根を止める。それだけでいい。考えるのは、そのことだけで。Ein Ausrufezeichen? Doch. Einer ist draußen, einer ist drinnen und einer ist da ganz hinten. Moment, ja. Stufe 4 Insel. Hi. Bin ich Eisen, ich bin Luffyset. それに女王イカだな。やっぱりそうですよね。この若造が違うって言えるんですよ。女王イカじゃなければ何なんだ。巨大タチウナギっしょ。女王イカなんて女っ気のない船乗りの妄想っすよ。女王イカって何？妄想って？妄想なんかじゃないぞ小僧。女王イカってのは人と同じくらいの大きさで、ボンキュッボンな形の強っ強なイカなんだ。そいつは人間を見るとムチのように細長い手を振り回してビッシビシ叩きつけてくるんだ。痛そうだね。ああ痛いの痛くないのどっちなんだってくらい痛いんだが、なぜか。Erzähl den armen Jungen nicht。痛みが快感に変わるんだ。ムチで打たれるのに気持ちいいの？ああだから女王様みたい。ちょっとその話、教育上良くないですよ。教育上良くない？坊よ、好奇心を抑え込む必要などないぞ。痛みが快感に変わるとき、坊は大人になるのじゃ。ナイフセット、聞いちゃダメです。聞くべきじゃよ。そもそも、なぜ女王イカが四大不思議なのか、知りたいじゃろう？うん、知りたい。どうしてなの？無知で打たれれば痛いのが普通だ。快感などない。お前も痛いのは嫌だろう。うん。テレサ様に叩かれた時は痛かったし、気持ちよくなんてならなかった。だが、女王イカに打たれた者は皆、快感を得る。女王イカの触手には、未知の快楽物質が存在し、押し付けると、それが弾けて相手に快感を与えるらしい。その気持ちよさは。もういいです。女王イカを却下します。四大不思議の最後の一つは巨大タチウナギで、どんなものかライフセットに説明してください。健全に。
はい、巨大タチウナギっていうのはクジラよりもでかいタチウオみたいなウナギなんだ。背中から開いて蒸した後甘辛なタレをつけて炭火で二度焼きするともうたまんねーらしいぜ。おいしそうだろだろ。問題は名前通りの魚ってことでな。タチ、タチみたいに鋭くて触れないとか。捕まえようとすると二本足で立ち上がって海の上を全力で逃げちまうことなんだ。What? What? 不思議だろ。Das klingt dämlich. Das klingt sehr dämlich. Ich möchte mehr über diese auspeitschende Krankenkönigin erfahren. Oh, bitte sag mir, wir können gegen die kämpfen. Oh Gott. Ich habe genug Hentai. Ich habe genug von Hentais gehört, um zu wissen, wie das ausgeht. Nervös, guck. Okay, da ist ein Ausrufezeichen. Gehen wir mal dahin. Das ist so ein guter Übergang, ne? Von peitschenden Krakenkönigin, die was weiß ich mit einem machen, wenn sie einen auspeitschen. Wie hat das Spiel es ja in den Westen geschafft mit den Inhalten? いや、さすがに俺も心配になって尋ねてみたんだよ。嫌じゃないのかって。そしたら。答えが泣かせるんだ。王子として王宮で生きていた時はあくび一つも自分の意思でできなかったんだってよ。もちろん犬と遊ぶことも誰かの手伝いもダメで、身の回りのことはみんな召使いの仕事なんだと。だからどんな頼まれ事も面倒なことも全部生きてる感じがするから嬉しいんだとさ。そっか、王子にしておくには惜しい人材だな。いや逆だろ。そういう庶民目線を持った人が頭になりゃ面白い国になるだろうに。でも王室に戻ったら俺たちの敵になるんだろ。少なくとも今の勢力みてえに人の気持ちを縛りつけて統率するようなことはないと思うぜ。あなたたちは人の船を襲う海賊ですから、どちらにしろ国には いや、irgendwie schon, ne?Wie können die es wagen? Ey? So eine bösartige Person, ey. So will ich beraten? Ach ja. So, was geht mit euch? なんで結構なんて言うの？どうしたんですか？エレノア、メディサがお風呂から出たらしっかり髪を乾かしなさいってうるさいんだよ。え？そんなことで揉めてたんですか？そんなことじゃないわ。クーマだからって風邪をひかないとは限らないでしょ。風邪なんてひかないよ。モアナ、苦いお母さんのお薬飲むの嫌だもん。わがままを言うと無理やりゴシゴシしますよ。そんなにムキにならなくても、もうモアナの髪も乾いてるみたいですし。そう、もう乾いちゃった。甘やかしてしまいましたね。まったくね。もしクーマが風邪をひいたらどうなるか、治す手段があるのかわからないのよ。あなたが負い目を感じるのもわかるけど。モアナのお母さんの話を。ええ、ライフセットから聞いたわ。案外おしゃべりじゃのう。ごめん、でもメディサには言っておかなきゃって思ったんだ。いいえ、私から伝えておくべきでした。おかげで何があったかよくわかったわ。
残酷すぎる事実よ。はい。とても小さな子供に耐えられる話じゃありません。モーナには本当のことは言わないつもりです。Ja, sie wüsste es. あなたには覚えがない。あいにく、私は物好きじゃないの。いやはや、どっちもそっちも問題山積みじゃな。Next page zu uns zurück. Stimmt, da war ja was. Boing. Hat von Klerikerstab. Ach, Raum und Zeit zu verwenden. Ist das nicht der Stab von Dingens? Wahrsagen. Das meinst du ernst? Was ist das schon wieder? Die Chance, seltenes Essen zu finden, oder? Meinst du es ernst? Bestimmt nicht. Aber bei Level 20. Ha. Also, Level 22 haben wir schon, aber. Ist schon. So. Next. Gehen wir schon mal los. So, wo auch immer wir hin müssen. Hallo. Lothringen, hier in dem Haria. Isolt, Renet. Wir können jetzt fast überall hin. Steinberg, was ist da nochmal? Hier ist auch noch keine Bosheit. So, hi, was geht, na? Waren irgendwo Monster in der Nähe, also so Stufe Rot Monster, ich glaube ja, ne? Ich vielleicht mal versuchen hier noch. So, Quarzzeugs haben wir alles. Ja. Gut, dann speichere ich mal kurz hier irgendwo da. Und dann gucken wir mal, ob hier irgendwie so ein Stufe Rot Monster ist, ob wir noch fertig hauen können in den letzten 2-3 Minuten. Mal wenigstens etwas schaffen hier in dem Spiel. Ja, das ist aber eins. Versuchen wir halt mal. Bei diesen. Weiß nicht, bei dem Gebiet bekomme ich so richtige Tales of Hysteria. Rückblenden. What? Warum ist was? Warum war die Musik auf einmal weg? Warum wird die Musik auf einmal so leise? What? So, wer ist da? Den machen wir platt. Naja, ein riesiger Vogel. Versuchen wir den oben. Königsfrau 54, das sollte zu schaffen sein, oder? Na, bist du ein Anfecht gegen Feuer? Hi, geil. Okay, warum hast du jetzt so lange geladen noch? Ja, sollte es schaffen sein eigentlich. Ja, guck sie halt meinen an, ey. Mein Viech voll fertig. Und gar nicht irgendwie zum Angreifen oder so. Au. Ja, geblieben. Au. Mein Gott, hör auf damit.
Ja, das Vieh ist sowas von tot. Mein Gott, das Vieh hat ja gar keine Chance gehabt, ey. Kombo-Künstlerin und Quashi wollte Passweste, waffenfähiges Azri. Ja, die Ausrüstungen tragen, die insgesamt mindestens 20 Mal aufgewertet wurden im Bus von bla bla bla, das haben wir noch nicht. Aber sonst noch irgendwo ein Viech, wenn wir schon dabei sind. Ach Quatsch, die vielleicht jeder schon. Geschwindigkeit, Boom. Und Maßweste, die hat noch nicht jeder, ne? Die Männer haben schon fast alles hier. Hier. Ja, weil ich früher brauchen können. Heller Waves. Warte mal. Kann ich da überhaupt rein? Wir haben ja die Stadt irgendwie voll übersprungen, als wir letztes Mal hier waren. Hier, wo so ein Typ vom Monster, nicht hier, Mann. Birdsley. Ach hier. Stimmen wir hier schon? Ja, hier waren wir auch schon. Da ist so ein Monster-Typ. Da hat wie ich bei Level 56, ne? Mann, ich will zu den Viechern hier. Serienmörderbaum. Sie mit 15 oder weniger ein Heilungswert von bisschen als um 25%. Grad Viech. Ja, wenn die SG Verbrauch bringen hat. Ach, das Viech war das. Serienmörderbaum, der Hallwald. Wo ist das denn? Ja, was? Können wir da hin? Da ist nichts aus, das könnte man da nicht hin. Lass mal gucken. Meiner konnten wir nicht immer letztes Mal, ne? Warum hat die Musik auf einmal auf oder wird zu leise? Ja, zu bedeuten. Das ist merkwürdig. Lass mich raten, wir können da nicht hin, ne? Hallo? Wir können da hin. Dann bin da. Nee, da Wallwald. Ach, da war, wo wir Dings gefunden haben, ne? Diesen Käfer, glaube ich. Oder? Das kommt mir hier sehr bekannt vor, alles. Das ist doch Augengebiet aus Tales of Systeria, oder? Ich würde sagen, wir gehen hier in der nächsten Folge mal rein und gucken, was hier los ist, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich versuche mal irgendwo einen Speicherpunkt zu finden und dann gucken wir uns mal hier drin um, falls wir überhaupt schon irgendwo hinkommen. Aber ich glaube ja, ne? In dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.